Adem, hi, ich nehme dich jetzt einfach mal mit hier hin. Ich verspreche es. Artem Harutunjan hier an meiner Seite, der Sieger neuer WBA. WBA International. WBA International Titel, ja, frisch gebacken. Ja, was ein Kampf um Leben und Tod. 12 Runden lang. Ich glaube, ich habe einmal eingeatmet und dann 12 Runden lang nicht mehr. Wie war es bei dir so? Es ging mir genauso. Also ich muss echt zugeben, das war richtig tough. Ich musste die Zähne zusammenbeißen, ich musste mich durchkämpfen. Für einen Moment irgendwo in der Mitte des Kampfes, wahrscheinlich in der 6. oder 7. Runde, in meiner Ecke, habe ich zu meinem Trainer Arthur Gregorian gesagt, boah Trainer, ich bin echt platt, ich kann nicht mehr. Er sagt, wie, du kannst nicht mehr, du bist hier in deiner Höhle, du bist ein Löwe, du musst Gas geben, niemals ans Aufgeben denken. Und das hat mich so motiviert. Und dann die ganzen Freunde und mein Team an der Seite, die mich unterstützt haben, das hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich dann nochmal die Zähne zusammengebissen habe und durchgezogen habe. Und am Ende bin ich dann tatsächlich als Sieger aus dem Ring ausgestiegen. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal von mir. Ja, obwohl wir hier gar keine Zuschauer haben, war es trotzdem so laut. Ich hörte nur noch Atem, Atem, Atem. Also das war auf jeden Fall nochmal eine Stärkung für dich, ne? Ja, erzähl mal von deiner Verletzung. Ist die linke jetzt härter als vorher oder habe ich das auch richtig verstanden? Tatsächlich merke ich das voller Adrenalin gar nicht. Also man merkt die Schmerzen im Ring überhaupt nicht. Aber ich muss wirklich zugeben, die linke Hand ist wirklich sehr stabil. Ich habe mir ja die linke Hand vor 1,5 Jahren zweimal sogar gebrochen. Einmal den Daumen und dann die Mittelhand. Aber alles ist sehr gut verheilt. Die Titanplatte ist drin, hat sehr gut gehalten. Und ich muss zugeben, die linke Hand war wirklich stabil. Ich habe mich echt gut gefühlt. Keine Verletzung, keine Schmerzen. Das ist das Wichtigste, dass man dann gesund aus dem Ring aussteigt und dass man wirklich Spaß am Boxen hat. Ich habe viel Spaß gehabt, auch wenn es hart war. Ich habe gesehen, mein Gegner aus Ukraine ist sehr motiviert. Er wollte mich besiegen. Er wollte diesen Titel, den ich jetzt hier trage, mitnehmen. Aber ich habe nicht umsonst eine Gewichtsklasse mehr abgenommen. Ich bin eine Gewichtsklasse runtergegangen. Jetzt habe ich diesen Gürtel. Meine Hosen werden halten. Was für ein starker Gegner auch, ne? Es ist ja so gewesen, dass ja eigentlich einige andere hätten gegen dich antreten sollen und das hat ja dann hier und da nicht geklappt. Einmal durch Corona, einmal durch einfach nicht gekommen und so weiter und so fort. Wie ist denn das so? Du hast eben schon erzählt, durch das olympische Boxen oder Amateurboxen hieß es ja damals noch, ist man das so ein bisschen gewohnt, dass man den Gegner nicht kennt. Davon hast du profitiert, ja? Ja, die größten Überraschungen sind meistens zufällig. Viermal hat sich mein Gegner gewechselt und das in den letzten 2 Tagen. Ich konnte mich gar nicht darauf einstellen. Ich wusste tatsächlich gar nicht, wer mein Gegner ist. Ich habe noch nicht mal ein Video von ihm gesehen. Ich wusste gar nicht, wie er boxt. Aber wie ich schon gesagt habe, und meine Amateurschule, meine Amateurkarriere, die ich hinter mich habe, hat mir sehr viel geholfen. Denn im Amateurboxen ist das meistens so, dass man vor dem Kampf gar nicht weiß, wer sein Gegner ist. Erst nach dem Wiegen sieht man, oder beim Wiegen sieht man erst, wer sein Gegner ist oder von wo er kommt. Wenn es mal eine Weltmeisterschaft ist oder so, dann weiß man gar nicht, wer der Gegner aus Kasachstan, Usbekistan, Russland oder Korea ist. Also man kennt die Gegner gar nicht. Und im Endeffekt ist das dann auch eine Überraschung. Und diese Schule, dieses Wissen habe ich mitgenommen in diesen Kampf und das hat mir sehr viel geholfen. Hast du dich dadurch auch psychisch unter Druck setzen lassen, dadurch, dass es eben unklar war, wer jetzt letztendlich gegen dich kämpft? Oder wie sind die Sekunden vorm Kampf? Was denkt man da so? Also psychisch unter Druck gesetzt, gefühlt und die Sekunden vorm Kampf, das interessiert mich. Ich bin ein sehr positiv denkender Mensch. Ich starte den Tag sehr ruhig, sehr, sehr gelassen, sehr positiv. Ich bin froh darüber, dass ich gesund aus dem Bett steige, ohne eine Erkältung, ohne Halskratzen, ohne eine Verletzung und schön motiviert, dass ich jedes Mal zum Training gehen kann. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute boxen konnte und durfte. Ich bin sehr positiv eingestellt. Ich habe die Willensstärke. Sonst wäre ich gar kein Kämpfer, sonst wäre ich durch und durch kein Kämpfer. Und diese Willensstärke, diese positive Energie muss man in jeder Situation im Leben mitnehmen. Sei es in der Schule, sei es bei der Arbeit oder beim Boxen oder beim Sport. Es ist egal. Wichtig ist, dass man Spaß hat und positiv an die Sache rangeht. Man kann auch mal verlieren, das passiert, das kommt im Leben mal vor. Aber wichtig ist, dass man nach Rückschlägen nicht aufgibt, weitermacht, genauso wie mit meiner gebrochenen Hand. Ich habe mich nicht unterkriegen lassen. Ich habe positiv gedacht und immer schön weitergemacht. Es hat geklappt. Wahre, sehr schöne Worte an dieser Stelle, muss ich mal sagen. Also wirklich, da kann man sich ein Beispiel dran nehmen. Eine letzte Frage, dann lasse ich dich in Ruhe, ich verspreche es dir. Also, wo geht die Reise hin? Was steht als nächstes an? Gibt es schon Pläne? Ich werde mich jetzt erstmal kurz ausruhen.
ein paar Cola trinken. Ja, wahrscheinlich eine Cola, die schmeckt mir nicht, aber naja, sonst gönnt man sich ja auch sonst nichts im Leben. Ne? Aber wie gesagt, ich werde es ruhig angehen lassen. Ich werde meinen Sieg gelassen feiern, in mich kehren, schön entspannen, ordentlich essen, wieder Energie tanken, mich freuen, aber ich möchte nicht lange Pause machen. Ich werde wieder Gas geben. Wenn sein muss, werde ich in 1-2 Monaten wieder in den Ring steigen. Ich möchte boxen, ich möchte weitermachen. Ein Löwe an meiner Seite, so viel steht fest. Vielen Dank, Artem. Es war mir eine Ehre, dich nach deinem Sieg interviewen zu dürfen. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Abend. Feier ausgelassen, so wie es derzeit möglich ist. Und ja, hier an meiner Seite der neue WBA International.